Wir stehen auf Seekopfshof, haben schon ein paar Schatten, hätte ich beinahe gesagt. Suchende eliminiert, der Dandolo und ich. Und jetzt gucke ich mal rein bei Seekop, der hier ganz bequem in seinem Ohrensessel sitzt. Und mal gucken, ob was in der Zwischenzeit passiert ist. Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Nein, nichts, was du nicht auch schon wüsstest. Ah, okay. Ein guter Spruch. Ja, dann gucken wir mal weiter. Übrigens, hallo und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Folge. Ja, dann Dolo, komm mal in die Hufe. Das wird auch wieder ein bisschen dunkel. Mir nicht so gerade gefällt. Jetzt das Schlachtfeld der Orks hier gewesen. So, bist du noch dabei? Der Dandolo ist noch dabei. Ach ja. Ja. Im Grunde genommen müsste man die hier klein und kurz und klein hauen, hier diese Ork-Hütten. Damit die ein bisschen mehr Nutzungsfläche haben. Die Bauern zum Bepflanzen. Dandolo, sollen wir mal eben mal hier kurz. Wir waren ja eigentlich schon. Moment. Eine Krusch, Agosch. Mal hier mal kurz rum. Vielleicht haben wir dann später noch so ein Eins, der da irgendwie ganz böse rumsteht in seiner schwarzen Kutte. Nein. Gut, okay. Haben wir hier eigentlich alles durch? Gehen wir mal Richtung kleinen Tümpel. Dürften wir eigentlich auch alles durchhaben? Schauen wir mal hier in der Nähe. Ja, in der Nähe des Passes, da haben wir ja schon einen. Dandolo, komm hin! Ich brauche hier noch einen, der mir ein bisschen Unterstützung gibt. Da hinten ist nämlich noch so ein Suchender. Gehen wir da mal wieder anratzen. Gucken. Wunderbar. So, das war ja ein gutes Timing. Ah, aber er hat noch mich ein bisschen in Brand gesetzt. Nicht gut. Ja, okidoki, haben wir ein bisschen was. Ja, dann Dolo, ich glaube, ich muss dich mal wieder auf offensiv stellen und ein paar abspeichern. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen mehr finden. Nein, so will ich das nicht haben. Okay, ach ja, hier sind natürlich die vom Hafenviertel, die Peoples von der Roten Latüchte. Ja, ich weiß, hier gibt es Waldbären und immer so ein bisschen sich bücken. Okay, zack. Okay, ich glaube, dann haben wir das hier auch. Gibt zum Beispiel, hier wurden zum Beispiel neue Früchte gespawnt, wenn mir das aufgefallen ist, weil ich weiß, dass ich, wenn ich hier durch bin, ich dann, ja, genau, richtig. Laufliter. So, mal gucken, ob wir hier einen wichtigen Menschen noch treffen. Sonja, Borka, Promor. Gibt's was Neues, Promor? Nee, ist nichts. Vanya. Ach ja. So, dann kommen wir mal hier oben hoch. Und schauen wir mal, weil hier auf dem großen Plot, da ist ja schon einer, mein Gott, den habe ich gar nicht gesehen, so dunkel es ist. So, Teamwork, that's it, that's the way it is. Gut, Dandolo hat sich mal wieder völlig, bist du unverwundbar? Ich sehe dich nicht irgendwie angefressen zu sein. Schauen wir mal nach ein paar neuen. Da ist er wieder. Oh, erwischt er mich? Nein. Okay, da gibt es ganz viele Suchende da wohl oben. Was? Ach, Dandolo, danke dir. Oh, jetzt ist er doch ein bisschen angefressen gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier ganz viele Suchende finden. Oder als... Aha. Da haben wir einen, der da rumwalkt.
ist ein Bauer. Okay. Da ist ein Drachensnapper. Ein nicht so toller Drachensnapper, weil die sind ziemlich astig. Na. Schon wieder so ein Mistvieh. Okay. Wunderbar. Das sind sogar zwei von der Sorte. Wunderbar. Letzten Stöhngeräusche der Drachensnapper zu hören. Weiter geht's. Dann Dolo. Ist noch ein bisschen angefressen. Aber wie ihr schon in den Kommentaren geschrieben habt, wenn er über die Hälfte an Heilung verloren hat, dann wird automatisch nachgetrunken. Ne? Dann Dolo, der Klügere, kippt nach. So, da hinten in der Ferne sind noch Suchende, und zwar gleich zwei Stück von der Sorte. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Zwei Stück. Die haben wir ja auch eben gut meistern können. Ja, okay. Mal gucken, ob das was bringt. Dandolo, wunderbar. Siehste, der Klügere kippt nach. So, und wo ist der zweite Suchende? Der ist hinter Dandolo. Perfekt. Könnte vielleicht eventuell auch noch was vertragen. Aber schauen wir mal, ob es hier neues Loot-Material gibt bei der Inno-Statue. Nein. Auch gar nicht beten, weil ich habe nur noch 49 Gold im Inventar. So, ansonsten schauen wir mal hier weiter. Nein. Oh, schau mal, hier ist er. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht hacken. Da habe ich doch schon alles. Was hackt er denn da jetzt auf dem Kreuz rum? Weiß man? Vielleicht ist was Neues drin. Nee, ist nix. Okay. So, noch Drachenschnäpperches da in der Ecke. Einen. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, genau. Los, lass uns mal beide hier mit dem Bogen. Genau, richtig. Und Armbrust, da haben wir ihn doch. Der ist jetzt hier untergegangen. Holen wir aber trotzdem unter Wasser unseren Loot raus. Vorsicht, da sind nämlich noch Suchende. Ah, oh, mit Schafen. Das geht nicht. Hoffentlich lässt er die in Ruhe. Die armen Schafe. Die dürfen auch nicht in die Schusslinie kommen. Oh, der ist jetzt hinterm Baum oder was? Oder wieder was? So, noch mehr hier in der Umgebung? Nein. So. So mag ich das. Oh, hey, sorry. Pass auf. Ja, Entschuldigung. Mal gucken, was wir hier haben. Gibt es denn hier eine neue Option? Jetzt weiß ich nicht, soll ich hier mal durchgehen? Aber ich wollte ja eigentlich... Stopp. Stopp, da ist noch einer. Dandolo, da ist noch einer. Oh, du hast den schon. Okay. So, lass meinen Freund in Ruhe. Dahinter ist noch einer. Der hat uns gar nicht bemerkt. Ja, so läuft das. So läuft das ganz gut. Okay, dann haben wir es hier auch. Ja, ich weiß, ich hätte Quick Loot machen sollen. Dann haben wir hier erstmal den Eingang befreit, was ich ganz gut finde bis jetzt. Okay, ich brauche nicht mehr weiter großartig rum zu searchen. So, bis hierhin haben wir das erstmal alles gereinigt. Dann machen wir mal einen, ja, ich wusste es, eine Speicherung. So, wie weit ist der ungefähr weg? Oh, guck mal. Auf was schießt der? Auf was schießt der bitte sehr? Hat er irgendwas verletzt hier? Irgendwelche anderen? Alles gut, Dandolo? Wir qualmen uns vor.
Wir qualmen, dampfen vor uns hin. Sehr schön. Auf was hat er denn jetzt da gezielt? Ach, auf die Drachensnapper. Hm, schön. Okay, hier waren die ersten Blutungen des Drachenschnappers. Ach, wieso nehme ich immer die falsche Klamotte in der Hand? Ich höre was? Können aber auch unsere Fußtritte sein. Schauen wir mal hier weiter. Gehen wir mal Richtung Hof. Da hinten, wo das Feuer alle brennt. Da, da. Das ist nur ein Baum. Okay. Dann gucken wir mal. Mal wieder anpieken hier. Dauert noch ein bisschen. Jetzt näher. Dann müsste es klappen. Na, jetzt. Okay, er hat geschossen. Danach kann man wunderbar den Suchenden killen, was anfangs ein bisschen schwierig für mich war. Haben wir jetzt hier systematisch wohl uns verinnerlicht, der Dandolo und Icke. So, ein schön smirky. Wie komme ich denn jetzt auf Smirkys Dopehaus? Scharf. So, Dandolo, gucken wir noch hier so ein bisschen in dem Bereich rum. Ob es hier noch was gibt. Falls es irgendwo ein Loot gab. Ich glaube, es gab sogar noch ein Loot. Nein, dann haben wir uns hier mal hier umgucken. Hier noch was Neues gibt. Das sieht nicht so aus. Apropos, warten bis Dandolo wiederkommt. Mal durchgehen. Nee, hier sind keine Bären oder so. Scharf. Okay. So, dann schauen wir mal, ob ich hier irgendeine Kochgelegenheit finde. Außer ein Herd. Was war jetzt? Dandolo, hast du das gehört? Hier geht's irgendwie ab. Hier. Benga. Ah, suchen da. Mann! Okay, Benga. Bist du gut? Oh, du bist gut. Ich meine, er ist noch gesund. Na, da haben wir mal Glück gehabt. Benga, als. Warte mal, sag mal bitte was. Nichts, er sagt nichts. Oh, okay. Schwerer Ast. Oh shit, die Bauern sind hin. Ja, Ausschuss ist immer oder Verluste hat man oft. Was mich natürlich auch wieder ein bisschen frustriert. Hier brauche ich nicht hacken. Haben wir schon. Manometer, noch irgendwer hier um die Ecke. Ah, hier. Da ist doch noch jemand. Das ist nur ein Bauer, okay. Dann haben wir nur Bauern hier. Gut. Ich wollte ja eigentlich hier einen Kochtopf finden, aber wir machen uns jetzt mal ganz gewöhnlichst wieder, upsala, auf dem Weg wieder Richtung Corinis. Dampf. Aber Loop. Aha. Tarok, ach, unser Maler. Ach ja, Tarok, der steht ja immer noch Modell oder was? Hey, stoppe mal. Wo kommen jetzt plötzlich hier die schönen Sachen her? Wohl noch gar nicht gelootet hier. Gucken, kann ich da hacken? Nein, kann ich nicht hacken. Blaufledertjes. Dann habe ich das wohl hier schmerzlichst übersehen. Okidoki. Giacomo, was sagst du? Hast du endlich das Bild vom Ork fertig hier? Wach auf. Hätte er sein können, oder? Alles in Ordnung? Ja, danke. Ich kann mich nicht beklagen. Okay, ich gehe da mal wieder. Mach's gut. So, was sehen wir hier? Immer noch so ein Gebäude. Tarok, Tarok, was ist?
Tarok nicht stören wollen. Gut, Achtung. Gehen wir mal hier weiter. Da ist noch ein Suchender. Oh, der wandert sogar ein bisschen. Jetzt hat er doch noch einen abgelassen. Hey, pass auf! Entschuldigung, hab ich dich wieder erwischt. Wo ist denn jetzt der Suchende hin? Ach, da hinten. Ja, ja. So, speichern, trinken. Du, nein. Du, du, yeah. Okay. Da ich ja weiß, wo wir lang müssen. Hoffe ich doch. Nee. Gut. Ich wollte eigentlich noch zu dem kleinen See hin. Das ist, wo der hier ist. Da müssen wir erstmal eine Runde runter. Gehen wir erstmal hier hoch. Und ich habe das Gefühl, dass da auch wieder jemand steht. Nee. Okay. Okay, das war der Frithjof. Kräftiger Scavenger. Aha. Na, die schlafen. Okay. Hier ist nichts in der Nähe. Ah, wenn es Nacht ist, dann bin ich auch nicht so laut im Spiel. Hier ein bisschen fokussiert. So, dann gehen wir noch mal hier kurz runter, checken den Bereich. Ja, dann Dolle. Oh, es wird wieder soweit. Und kräftiger Lurker. Aha, jetzt haben sich die Lurker, die hier vorher waren, noch bekräftigt. Ja, wie soll ich sagen? Also, von den normalen Lurkern im nächsten Kapitel stärker geworden. Das finde ich gut. Dann haben wir noch einen Suchenden. Okay, muss ich aufpassen, dass ich... Und wir sollten noch mal kurz in der Höhle gucken. Aufpassen. Nur mal gucken. Richtig, so ist das. Oh, immer kriegt dann Dolo. Entschuldigung bitte. Von mir noch einen letzten Hieb ab. Nicht so pralle. Okay, die Höhle werden wir mal im Hinterkopf behalten, weil... ich da noch was bestimmt noch abgeben muss, wenn ich dann denke, dass da wer ist. Ach Gottchen. Das sind ja alles Pillepalle-Leute jetzt. Schwupps. Schwupps, Kaputtnick. Dann sind noch mehr. Und noch ein Suchender. Gibt's nix. Gut. Okay. Oh, direkt vor der... Oh, da sind zwei, da muss ich mal abspeichern. Okay, dann nehmen wir der wo am nächsten dran ist. Genau, richtig. Hau ab. Oh shit, die sind ja beide beschäftigt. Und jetzt ist dann Dolo im Arsch, wetten? Ich auch. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja, ich habe ihn zwar genommen, aber... Nee, das geht so nicht. Ich hab's immer noch drauf. Ja, nee. Dann probiere ich mal Folgendes aus. Oh, Fall verloren, nicht gut. Und zwar werden wir erstmal das Kleinvieh da mal so weit wie möglich versuchen, von hier aus erstmal zu dezimieren. Gucken, wer ist denn hier eigentlich näher dran? Ah, da ist auch noch einer. Hoffentlich treffen, ne? Ja. Ohne dass da hinten großartig was passiert. Okay. Also die Gobos sind jetzt futsch. Jipp.
Gehen wir hier weiter vor. Aha. Nämlich ein Goblin-Krieger. 5-mal Gold und hier ist ein Suchender. Jep. Das Blöde ist, da sind ja noch andere Leute, die gleich in den Kampf eingehen. Die ich ja ganz zu Anfang gesehen habe. Jetzt muss ich mal gucken. Großer Feuerball. Entweder... Oh, ich jetzt mal drauf und warte, was passiert. Auf jeden Fall wird er uns irgendwie... Okay, Moment. Was sind beide sogar da an? Mann, oh Mann. Ich komme mir vor wie bei Space Invaders hier. Oh, oh. Einer hat mich erwischt. Der heilt sich, dieser Spacko. Mann. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Probieren wir es mal mit dem großen Feuerball. Damit wir wenigstens hier ein bisschen Aufmerksamkeit. So, aha. So, sofort nachkreieren. So, und... Jawohl, das ist klasse. Dann gucken wir mal. Ich kann natürlich wieder nicht... Ah! Mist, Deckung suchen. Dandolo, was ist los? Schockstarre oder was? Ach du liebes Bisschen. Auf jeden Fall sind die beiden hier auch in Stockscharre. Ich speichere mal ab. So, und auch wieder neu geladen. Jetzt gucken wir uns mal die Leutchen da an. Okay, vielleicht sollte ich dann mal in aller Ruhe dann wieder so ein Manöver starten, wenn es dann hoffentlich klappt. Ah, Mann. Und noch einer. Noch ein! Okay, der ist jetzt hin. Was ist jetzt mit Dandolo? Dandolo ist noch da. Okay, mal schnell was trinken. Und jetzt machen wir wieder einen auf Kamikaze. Dandolo ist noch immer da, macht nichts. Okay, das ist der letzte Suchende hier in diesem Part. Jawohl. Okay. Schmerzen muss sein. Mal gucken. Okay, das war aber eine lange Geburt. Ach, hier habe ich sogar noch einen Dunkelpilz. Noch mehr Dunkelpilze. Wo ist der andere? Hier ist der andere. Wow. Und du, was ist mit dir? Warum bist du jetzt hier nicht... Ah, er verharrt in der Schockstarre. So ein Mist jetzt aber auch. Wie mache ich denn das jetzt hier, dass er wieder... Erstmal abspeichern. Vielleicht sollte ich ihm eine klatschen. Nee. Oder doch? Hat geklappt. Und er folgt mir wieder. Okay. Einmal wach klatschen und dann folgt er dir wieder. Ja, ja, manchmal muss das auch sein. Herrlich. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwie weitergeht mit anderen. Hier gibt es nämlich noch ein paar Peoples. Das sind Basta. Ja, ich habe irgendwie die Ahnung, dass hier einer ums Leben gekommen ist. Ein Söldner zum Beispiel. Das waren die Suchenden. Garantiert die Suchenden. Gucken wir noch mal, wer hier noch da ist. Okay, Basta, alles okay. Ja, okay, wie ist die Lage, braucht man nicht fragen. Ja, dann geht's jetzt wieder zurück und zwar im Schnellverfahren mit Dandolo wieder Richtung Corines. So, jetzt werden wir hier zur Toten Harpie sein, ne? Uka, genau. Gastwirtschaft zur Toten Harpie. Gucken wir nochmal eben hier hin. Da schläft was. Kräftige Scavenger schlafen dann nämlich. Oh, komm. Da hinten ist wieder dieses Korragon-Lager. Schon wieder so ein Mistvieh. Wobei ich immer noch nicht weiß. Also, ich habe es noch nicht online gestellt. Warum der mir feindlich gegenüber gesinnt ist. Gucken wir nochmal hier. Ah, schwarzen Wolf.
Ist der gar nicht weg? Ja. Noch ein schwarzer Wolf. Das gibt schön Erfahrungspünktleins. Na, wo war er denn? Der war hier. Sehr schön. Bum, 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 bum. So, immer schön auf der Hut bleiben hier. Hier ist die Brücke. Gucken wir mal eben auf der Karte. Ja, da kommen wir eigentlich direkt hin. Oder wir können auch an den anderen Bauernhof vorbei. Was meint ihr? Gucke ich mir erstmal hier in diesem Bereich. Kann ja sein, dass hier irgendwo mal auch wieder hier so eine schwarze Kutte hier rumgeistert. Wer ist es nicht? Auch nicht. Okay, weißt du was, Dandolo, wir nehmen den Weg über die Brücke, unter die Brücke durch. Na? Man erzählt sich ja so einiges. Kommst mit? Yep. Sehr schön. Ups, was haben wir hier im Fell? Ach, den habe ich wahrscheinlich fallen lassen. Ja, dann gucken wir mal, ob es hier irgendwo wieder so fiese Schärchen. Erzähl, Molerad. Ja, Suppi, komm, geh hin. Und verdaue ein anderes Essen, nicht meins. Nicht mich verdauen. So, ach, ich hab die Höhle vergessen. Ah, ich hab die Höhle vergessen, liebe Leute. In der ich noch rein wollte, da geh ich mal eben schnell hin. Diese Höhle, meine ich, da schläft immer noch ein Bäcker. Jo, los, wach mal auf. Hallo, ich hab da mal eine Frage. Tut mir leid, aber dafür habe ich jetzt keine Nerven. Wieso? Der Überfall und die Flucht haben mich doch ziemlich mitgenommen. Ja, das ist aber von der alten Geschichte. Hallo, ja, ich okay. Okay. Ja, und die sind ja raus. Also hier ist ja eh keiner mehr drin. Hier rum auch nicht mehr. So wie ich das jetzt feststelle. Okay. Ja, dann muss ich wieder wohl zurück Richtung Corinnes. Hier ist ja auch keiner mehr drin. Ja, sorry, liebe Freunde, aber ich bin einer, der sich erstmal rückversichern muss. Ja, okay, dann wieder zurück zur Brücke. Am besten hier mal gleich auch wieder im Scout-Modus gehen. Dolo ist auch noch ein bisschen angekratzt, so wie ich. In der Höhle habe ich vermutet, dass da noch ein paar Flüchtlinge waren, aber die werde ich wohl schon befreit haben. Wie schon gesagt, oh, Sirenen. So, schnell. Na, Giftfliegen mit meinem Giftfall. Weggeballert, so geht's doch auch. Jawohl, vor den Toren Corinnes wir jetzt angekommen sind und noch ein bisschen hier Zeug looten können. Auch gut, okay, weiter geht's. Es ist ein bisschen hellerer. Schau mal, hier geht's wieder hoch. Ja, okay, das ist auf dem anderen Weg. Nee, ich will ja nach Corinnes mit Dandolo. Vorsichtigst. Im Loot-Modus, das heißt also ohne gezogenen Bogen. Weil jetzt ist wieder ein bisschen heller geworden. Und man kann ja dann schauen. Wo ist es jetzt das? Doch ein schwarzer Wolf. Und tschüss. Okidoki. Noch irgendwas Neues hier an. Ach, da unten im Tal könnte auch was sein. Aber ich möchte ganz gerne erstmal hier mich vergewissern. Hier krabbelte was. Da. Mhm. Giftfliegen. Hier unten im Graben Giftfliegen. Auch gut. Mal los. Treff. So trifft er das jetzt nicht. Ah, okay. Wo hast denn du jetzt getroffen, Dandolo? Naja, die. Ach, da hinten. Okay, auch gut. Gut, okay, weiter geht's.
Och, ja richtig, da war ja noch ein Wölflein. Wo ist er denn? Da hinten. Ach. Wollte ich haben, Dandolo. Was machst du denn da mit mir? Okay. Weiter scouten. Wenn hier eventuell noch in der Höhle wäre. Mach ja sein. Dann gucke ich eben mal kurz hier rein. Gucken wir mal rein. Hier dürfte auch nichts mehr sein. Genau, dich. Okay. Dadulu, komm mit, hier ist nichts mehr. Hier gibt's auch nichts mehr Neues, Gespawntes. Dann gehen wir mal jetzt direkt vor die Tore. Salvatore Tore. Da bist du ja, Suppe. So, an dieser Stelle sind wir jetzt angekommen. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Danke mich für euer Zusehen. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und stimmt ab auf meinem Community-Tab. Tschüss!